So, jetzt sehen wir hier den Apero 495 SG. Der hat, wenn man jetzt guckt, in dieser Variante, wie er steht, kostet der 32.066 Euro. Das ist letztendlich, sagen wir so, natürlich die günstigere Variante, wenn man den zu gerade sieht. Der hat eine Gesamtlänge von 7,22 Meter, eine maximale Höhe von 266 und hat ein Eigengewicht von 1321 Kilo. Also das ist noch ein relativ kleiner. Aber schick ist er trotzdem, also gefällt mir trotzdem gut. Gucken wir auch noch mal in den Gaskasten rein. Auch hier Platz für zwei Gasflaschen. Hier ist dann kein Abwassertank mit dabei. Ich denke mal, den wird man zusätzlich kaufen müssen. Aber ansonsten ist der, also auch mit der Deichselabdeckung, mit der Alkokupplung, das ist schon schön gemacht. Man merkt natürlich hier den Preisunterschied zu dem anderen, den wir vorher gefilmt haben. Das sieht man. Aber der ist auch schön. Was mir auch gefällt, ist auch bei dieser Variante, ist die Tür mit Sichtfenster. Das gefällt mir sowieso gut. Auch ein großer Mülleimer, das ist also identisch. Und das gefällt mir gut. Das haben die tatsächlich bei den teureren und auch bei den günstigeren Varianten haben die das gleich. Gehen wir mal rein. Da sieht man, dass die Sitzgruppe natürlich deutlich kleiner ist. Wäre natürlich auch verwunderlich. Aber auch hier sieht man, dass das Design innen drin tatsächlich auch identisch ist. Man hat hier wieder die USB-Steckdosen und da drüben hat man eine normale Steckdose. Ich meine, die kannst du auch mit vier Mann sitzen. Man sitzt halt ein bisschen enger, aber das ist auch okay. Also ist kein Problem. Nur, also mir persönlich wäre das schon wieder ein bisschen zu eng, aber das ist natürlich, wie gesagt, Geschmackssache. Okay, auch jede Menge Stauraum wieder da oben, ne? Ja, das ist so. Also man sieht hier wieder, also Platz ist da wirklich mehr als genug. Dann hat er hier noch so kleine USB-Leuchten. Also es sind ja keine USB-Leuchten, aber kleine Leuchten. Auch nicht schlecht. Das sind so kleine Gimmicks, die man haben kann, ne? In der Küche, Spülbecken und dann spätestens da, so wie ich mich kennen würde. Ne? Ich hätte den Hahn noch da, wird das hoch machen und schon wird es knack machen. Ist natürlich für Leute, die nicht ganz so grob motorisch sind wie ich, kein Problem, aber bei mir wäre das schon wieder ein Problem. Auch in der Küche zusätzlich nochmal Steckdosen, was immer eine feine Geschichte ist. Oben drüber auch nochmal entsprechende Ablagefächer, was auch nicht schlecht ist. Allerdings ist das natürlich auch für die Küche nicht so viel. Aber dafür sind unten drunter die Schubladen. Die sind sehr groß, ne? Ja, genial groß. Also die finde ich schon klasse. Die sind wirklich schön groß. Die sind echt schick. Und auch wirklich alle zu nutzen. Also das ist gut. Dann, wie gesagt, Spüle. Kleiner, aber völlig in Ordnung. Also für uns würde die locker ausreichen. Und dann der dreiflammige Herd. Auch man hat Platz. Was mir sogar bei dieser Variante, der langen Variante, besser gefällt, ist, man hat auch Platz mal für größere Töpfe. Wenn du jetzt diese kleinen gestauchten, die natürlich schick sind, aber dann hast du das Problem, wenn du wirklich mehrere Töpfe drauf hast, dann hast du ein Problem. Dann hier nochmal so kleine Gimmicks, wie die Glasplatte hier an der Seite, damit da nichts gegen das Holz spritzt. Das finde ich auch mal, ist eine schöne Geschichte. Also da haben sie gut gemacht. So, jetzt gucken wir ins Badezimmer rein. Der hat jetzt keine Dusche. Hat natürlich da unten durch den Bodenablauf hat er die Vorbereitung dafür, aber der hat jetzt keine Dusche. Das ist alles ein bisschen spartanischer, aber am Ende. Aber oben so Fächer, ne? Ja. Ja, aber das reicht. Ja, der hat ein Fenster zum Belüften, hat also keine Dachluke, hat ein Fenster zum Belüften und eine Tedford-Toilette. Also das ist klein, robust, aber ja, reicht aus. So, und dann hat er hier hinten das, was Sabine und mir gefällt, Einzelbetten. Und jetzt an der Stelle, wir haben ja ein Video rausgebracht, wo es darum geht, wie man gut schlafen kann im Wohnwagen. Und wenn man jetzt hier drunter guckt, dann sieht man das. Der ist tatsächlich schon besser. Die haben tatsächlich schon einen vernünftigen Lattenrost da drin. Bei den meisten ist es so, dass die tatsächlich nur einen ganz simplen Lattenrost haben, einfache Holzleisten. Werden wir bestimmt bei einigen anderen Modellen noch sehen. Also man sollte schon mal überlegen, direkt wenn man kauft, was möchte ich haben? Weil wenn ich jetzt gut schlafen möchte, muss ich einfach einen vernünftigen Lattenrost haben. Und der ist im Verhältnis, ist der schon richtig gut. Natürlich die Matratze, brauchen wir nicht drüber reden. So, also hier haben wir dann auch große Staufächer, eine ganze Menge davon. Schiebegardinen, die, muss ich ja ehrlicherweise sagen, mich beim Schlafen immer megamäßig nerven, haben wir auch gehabt bei uns. Das ist auch wieder USB-Anschluss, ne? Das hat mich echt megamäßig genervt, deswegen, das finde ich so schön. Auch nochmal eine extra Lampe, Leselampe, unten, da sind tatsächlich USB-Anschlüsse. Und hier ist eine normale Steckdose. Dann kann man am Bett dann auch mal nochmal in aller Ruhe das Telefon aufladen oder das Tablet, das ist nicht schlecht.
Und Staufächer, wie gesagt, haben die auch mehr als genug. Hier ist der Vorhang, der obligatorische. Mir gefällt eine Tür an sich besser, aber auch das ist Geschmackssache. Wenn man nur zu zweit unterwegs ist, sowieso gar kein Problem. Hier unten ist das Metall. Normalerweise sollte der daran halten. Ja, macht er jetzt auch. Mhm. Also letztendlich. Und man kann das Bett, glaube ich, vergrößern, ne? Ja, sicher. Das hast du ja. Im Endeffekt ist das so fast schon obligatorisch. Kannst du den Lattenrost rausziehen. Da kommt dann ein Satz rein und dann hast du im Endeffekt, sag mal, so ein durchgehendes Bett. Das haben die aber mittlerweile eigentlich fast alle. Kein Problem. Also alles in allem eine schöne Sache. Chroma-Heizung, Gasheizung, ich sag mal, die haben wir auch und die funktioniert bei uns einwandfrei. Kein Problem. Fernseher, Halterung tatsächlich auch. Nichts kaputt machen, immer ganz wichtig. In die Richtung und genauso gut auch in die Richtung. Und die ist natürlich wirklich gut. Also unsere ist nochmal eine Ecke kleiner. Also der schwenkt wirklich den Fernseher so, dass beide auch problemlos Fernsehen gucken können. Finde ich auch gut. Also gefällt mir gut. Und dann haben wir da noch einen Schrank, ne? So, der Kleiderschrank mit Sicherungskasten, auch Kleiderstange drin, also auch da viel Platz, um was aufzuhängen, auch um, da kann man sogar Mäntel reinhängen, kein Problem. Und der Dometic-Kühlschrank, auch hier von beiden Seiten zu öffnen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Wenn man jetzt im Sommer draußen im Vorzelt ist, dann einfach von draußen Getränke zu entnehmen. Und was sie auch hier in dieser Variante schon haben, fällt mir auch gut. Eine Mückenschutztür. Mückenschutztür. Oh Mann. Er ist noch früh am Tag, da können solche Fehler noch passieren. Also das gefällt mir auch gut. Jetzt gucken wir uns noch mal hier draußen eben das Design an. Da vorne ist die Dose. Das ist abgeschlossen, da kann ich leider nicht rein. Da wird dann Strom im Endeffekt angeschlossen. Ja, Stauraum auf jeden Fall. Und designtechnisch haben die natürlich schon einiges getan. Ne? Also mir gefällt das große Fenster in Kombination mit diesen LED-Leuchten, gefällt mir sehr, sehr gut. Also das sieht wirklich gut aus. Und das ist bei allen Fans mittlerweile. Also wenn du mal hier rumschwenkst und mal da guckst, dann siehst du, dass das hier im Endeffekt tatsächlich überall ist. Ja. Die haben wirklich viel am Design gemacht. Die Dinger sehen echt schick aus. Ja, so, das war der Apero 495 SG.